Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Ihr seht schon, es sieht ein bisschen anders aus und ich bin auch nicht alleine heute. Also ich habe einen Gast heute hier, das ist Kelkel. Ich weiß nicht, ob ihr sie wiedererkennt. Kelkel war schon mal bei mir Gast im Video. Wie hieß du damals? Die Katapsi. Genau, ist schon ein bisschen her und wir haben uns gedacht, ich besuche sie nämlich jetzt gerade. Ihr seid im Urlaub und wir haben euch besucht. Und wir waren eben noch am Meer, am Watt und deswegen sind ihre Haare noch ein bisschen nass. Und wir sehen etwas durchgepustet aus, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Es hat sehr doll geregnet. Es hat sehr doll geregnet, das stimmt, ja. Wir konnten uns fast gegen den Wind lehnen. Wir haben heute zwei Adventskalender. Ich habe die einfach mal eingepackt und dann dachte ich mir so, sie hat bestimmt Lust, ein Video zu drehen und sie hatte Lust. Ja! Ja! Und wir vergleichen heute die beiden einfach Adventskalender. Welcher besser ist. Welcher besser ist, genau. Mal gucken, was uns am besten... Vielleicht gefällt dir da auch ein anderer. Vielleicht gefällt dir der eine besser und mir der andere. Mal gucken. Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, bei mir ist eine Puppe irgendwie mit bei. Bei dir nicht. Bei dir ist irgendwas anderes. Die hat sogar ein Einhorn hier vorne. Das ist wahrscheinlich auch ein Einhorn. Ein Einhorn als Frau, Mädchen. Mensch. Mensch. Mensch, Mädchen. Einhorn, Mensch. Einhorn, Mensch, Mädchen. Und hinten ist auch noch was drauf, ne? Hast du eben schon gesehen? Ja. Bei dir ist ein Spiel. Ein Spiel. Und so ein Würfel, glaube ich, den man noch ausschneiden kann. Ja, hier. Also das hat auf Englisch. Ah ja, stimmt, ist auf Englisch. Also da steht immer, was steht also, da? Also hier steht bei diesem Einhorn, das hat so eine Mütze auf. Hier steht zum Beispiel Move Forward One Space, dann bei so einem Weihnachtsmann Move Backward One Space. Also das ist eigentlich quasi wie ein Würfel, würde ich sagen. Ja, also, ne? Also halt, ob man vor und zurückgehen hier kann. Hier ist dann der Start und dann kann man das hier zusammenschneiden und halt würfeln und dann steht da halt, wie viele Schritte man nach vorne gehen kann, wie viele Schritte zurück. Genau. Und bei mir ist einfach irgendwas zum Basteln. Ich weiß nicht genau, wozu das ist, aber ich glaube, man kann das ausschneiden. Dann hat man da so ein Eis und ein Eis und Zuckerwatte. Und vielleicht auch Zuckerwatte. Lollipop. Oder, ja genau, Lollipop. Ein Helm. Ach so, man kann sich so einen Helm ausschneiden und kann den dann so... Das machen wir jetzt aber nicht. Nee. Möchtest du anfangen? Ja, als Gast mit der Nummer 1? Oh, danke schön, du bist aber großzügig. Ja, ich weiß. Zügig, ja. Hier ist die Nummer 1. Da vorne ist die 1. Wir haben leider nur eine Kameraperspektive, deswegen, ich hatte überlegt, aber ich glaube, das ist besser, wenn wir das mit einer nur machen. Ist ja auch nur eine Ausnahme, ne? Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt, es ist ganz schön dunkel. Oh, du hast... Du hast direkt eine Figur in der 1. Sei mal sehr gut. Das ist so ein... Rede ich bitte nicht. Ein Schlüsselanhänger. Ein Schlüsselanhänger, das ist so ein Einhorn, das ein Cupcake ist. Ja, Junge, hier. Hier in die Mitte. Hi. Ach so, ich dachte, ah, okay, es ist tatsächlich was. Das ist kein Cupcake, das ist ein Eis. Es tut mir leid, ja. Ich nehme alles zurück. Es ist ein Eis. So ein Eis. Das würde direkt passen zu mir, zu dem Eis. Stell's mal hier vorne. Da. Ja, stell's mal da vorne hin, da, wo es keiner sieht. Ja. Soll ich hier auf den Kopf setzen? Ja, du kannst es dir in die Haare hängen. Du kannst es auch nicht in die Haare hängen. Es kommt nicht raus. Ich muss mal hier irgendwie gerade... geht's da auf? Ja, nein. Nein. Habe ich was kaputt gemacht? Nein. Ah, hier. Nein. Moment mal. Hä? Ach, das ist die Figur. Also doch. Wir zerstören erstmal direkt den kompletten Kalender. Egal. Ah, doch. Du hattest recht. Hier, man muss von unten aufmachen. Und da kommt nämlich gleich... Echt? Ja, du hattest recht. Man muss so von unten aufmachen. Nee, das ist so schwer. Warte. Nein, nicht aufpassen! Ich glaube so, an dem Kopf, da hing noch ein Körper dran. Das passt voll gut zu deiner Nase. Das ist ein Nasenschutz. Ein Nasenschutz. Ja, ich würde mal sagen, ich habe mit Nummer 1 schon mal gewonnen, oder? Ich habe eine ganze Figur drin. Ja, da kann sich alles noch anders entwickeln hier. Man weiß es nicht. Sie trägt einen gelben Badeanzug. Meine Füße. Ne? Kannst du nicht mehr sitzen? Nee. So. Das geht ja schon gut los. Nee, ich kann nicht so auf den Knien setzen, meine Füße sind immer tot. Hä? Du bist gleich nicht mehr im Bild drin. So, nimm mal so der Kopf. Hi. Okay, also das ist meine erste Figur und du darfst jetzt Nummer 2 schon aufmachen. Ich muss mich doch wieder auf die Knie. Ah, ich habe 2 gefunden. 2 ist dort. Da. Okay. Und das ist, der Öffner ist... Was für ein Öffner? Der Öffner ist was? Ach so. Ich komm noch nicht rein, was ist denn das? Ja, das ist schwieriger, wenn man jetzt von vorne so aufmachen muss. Ah, das ist ein Haargummi oder ein Armband? Auch ein Regenbogen. Cool. Hat hier so verschiedene Farben. So durchsichtig und dann sind da so Farben drin. Ja, so ein Regenbogen. Durchsichtiges. Ich mach das Armband. Ha, jetzt hast du ein Armband für deine, ein Haarband für deine Haare, was du vorhin gebraucht hättest. Ja. Was? Ich hab so gemacht. Achso, ich suche gerade hier. Die 2. Die 2. Das ist ein ziemlich kleines hier direkt an der Ecke. Passt. So, siehst du was? Was ist das? Ich glaube, es ist was zum Anziehen. Hey, man sieht nichts mehr. Deine schönen Haare fällt ja. Hä? Schuhe. Ein Schuh? Ah nee, das ist auch ein. Na Gott sei Dank. Ich dachte schon so, wir haben eine einbeinige Puppe. Ja. Das wäre mir aber aufgefallen. Gibt's links, rechts? Ich glaube ja. Moment. Toll. Das kann ich rausschneiden. Da nicht mal so leicht. Ja. So, jetzt haben wir sie schon mal mit Stiefeln. Die hätten wir auch gerade gut brauchen können fürs Watt. Weil ich hatte leider keine Stiefel.
Nicht so schön wie du. So, du bist aber dran. Ich bin trotzdem nass geworden. Ach, ja, stimmt. 3, 3, 3. Ich finde die 3 nicht. Wo sind die 3? Ich habe sie gefunden. Darf ich sagen? Nein. Nein, geht schon. Ich habe sie auch. Die ist ja winzig. Ja, meine war auch klein. Da oben. Warte, ich krieg's nicht. Und Nummer 3. Irgendwas Glitzerndes. Ich glaube, ein Haargummi. Ja, ein Haargummi. Oh, das hätte ich jetzt. Oder? Ja, jetzt hast du die Hose ist ganz kurz. Genug Haargummis. Ich habe so ein Glitzerndes und da vorne ist so ein Herz und so ein glitzerndes blaues Herz ist so ein Einhorn dabei. Da hinten so festgemacht und glitzert das alles. Schön. Ich mache mir jetzt mal auch um das Handgelenk, obwohl es ein Haargummi ist, aber mir juckt's. Ja, jetzt hast du nachher wahrscheinlich deinen Arm voll. Oh nein, ich habe heute ausnahmsweise keine Armbänder. Ach, das ist zu eng. Ja, dann. Ich tue es doch mal hier mit zum Einhorn. Deine Arm. Deine. Was? Deine Arm ist zu breit. Der ist ausgewachsen breit. Okay. Breit ist nichts Negatives. Hier geht's rein. So. Und was Federiges. Was ganz Dünnes. Ein Tütü. Upsala. Ja, ein Glitzertütü. Der Adventskalender hat's ja gut bei dir. Ich habe ihn voll weggeschleudert, ne? Ja. Tut mir leid. Wir könnten es ihr auch auf den Kopf setzen. Nee, das lassen wir mal. Ne? Ich will die Schuhe dafür. Ja, es ist, ne? Vielleicht, aber ich glaube, wir kriegen es durch. Nee, doch. Ha, zieh deine Luft ein. Ja. Ah, danke. Hey. Süß. Meinst du, wir haben vielleicht unterschiedliche Outfits? Das könnte sein, ne? Dass das so ein Adventskalender ist, wo man ganz viele Outfits bekommt für sie. Und ich habe so einen Adventskalender und so einen. Du hast einen mit so Kleinigkeiten drin. Ja. Du bist dran. Mit der 4, oder? 4, ja. Ja. 4. Ich habe 4. Die ist wieder so klein. Ah, da versteckt sich vielleicht was ganz Wertvolles. Meine 4 ist auch klein. Hast du schon gefunden. Ja, was ist? Da ist ein Ring. Passend. Ein Ring. Warte mal, das Ring. Das Ring. Das Ring ist passend zu das Haargummi. Oder? Oh. Tschüss, Einhorn. Okay, warte. Also, das ist so ein Ring. Bitte passt bei mir. Ja, den kannst du kleiner und größer stellen. Also, hier ist so ein Ring. Das ist auch so. Das Ring. Hier ist so ein Ring. Der ist auch so glitzernd und da ist auch so ein Einhorn drauf. Und der passt sehr, sehr gut. Passt zum Haargummi, genau. Ja, hier. Stimmt. Wir haben ein ganzes Equipment jetzt. Mhm. Ein Beauty-Equipment. Sieht das zum Einhorn, das gerade weggeflogen ist? Das kann fliegen! Es kann fliegen! Das ist ein Fliegehorn! I believe I can touch Einhorn! Oh. Hier ist die 4. Das ist nicht lustig, aber ich weiß. Geil. Ja. Ja, du siehst auch nichts, ne? Was Haariges! Hä? Es ist wirklich was Haariges. Eine Ich habe Haare gefunden. Ich habe Haare. Ich glaube, man kann das bei ihr in die Haare reinmachen. Ist das ein Bonbon? Das ist ein fliegendes Bonbon. Das ist ein Zopf. Ja, ich glaube, das ist ein. Möchtest du es tragen? Nein. Nö. Ich glaube, es ist für sie gedacht. Du. Ich bin. Ja, okay, also ungefähr so würde das reingehen. Das ist eine Haarspange. Ja, ja, das ist eine Haarspange mit einem Haar. Warte, ich werde das ranmachen. Ja? Kriegst du das auf? Ich stelle mich mal so blöd an mit so. Okay. Du bist einfach zu gut. Nee. Gut, dass du da bist. Ich glaube, es regnet. Hörst du das? Ja. Voll laut. Vielleicht prasselt es gerade gegen das Fenster. Ja, ja. Ja, ja. Oh, das hast du aber gut gemacht. Sehr gute Arbeit. Was hast du denn da? Wolltest du sie hypnotisieren oder was? Nein. Ja, also von hinten sieht's gut aus. Von vorne zeigen wir es mal nicht. Du bist dran, 5. Lass es einfach. Oh. Nein, ich muss doch nicht das Gesicht von dem kleinen Ding. Ein Lekuchenmann. Sieht man nicht. Ja, stimmt, du hast gerade reingestochen. Du hast ihn getötet. Eine, oh, guck, siehst du, es passt schon wieder. Aber eine Haarspange. Aber es ist, nee, es ist ein anderes Motiv, nee, glaube ich. Es ist, egal. Aha. Es ist wieder ein Einhorn. So. Na klar, wir haben ja einen Einhornkalender. Ja. Wer hätte es gedacht? Es ist so pink glitzernd. Mein Finger. Also, pass auf, es ist pink glitzernd. Das ist sogar nicht pink, das ist lila, oder? Ach so, ja. Ach so, ja, Farben lernen. Hat nicht geklappt. Okay, okay. Ach, jetzt kann man es gut erkennen. Also es ist wieder ein Einhorn. Ich glaube, es ist das gleiche Einhorn. Ja, es passt schon, genau. Wie so ein Ring, aber halt diesmal nur in lila. Lila. Es heißt lila. Hm. Warte mal, ich will es reinmachen. Mach mal eine Haarspange rein. Wo trägst du denn deine Haarspange? Am Hinterkopf? Was hast du gemacht? Nein! So, dann, Ach ja. Mann, das tut so weh. Ich sitze immer so schräg. Ich hast zu lange Beine. Ja. Wir hatten gerade einen kleinen Zwischenfall. Wir mussten mal eben kurz Pause machen. Ich glaube, ich bin gar nicht richtig. Ach doch. Das sieht voll. So, das sieht wieder etwas größer aus. Da kommt schon irgendwas rausgeflogen. Es ist ein. Ach so. Ein Ständer. Ja, das ist aber gut. Für die Puppe. Das ist cool. Das heißt, da kann man die da auch so hinstellen. Irgendwo. Die ist aber sehr, sehr dünn. Ja, die ist wirklich sehr dünn. Die nimmt hoffentlich noch zu. Ja. Vielleicht finden wir einen Teller essen.
Ja. Jetzt kommt die 6. Nikolaus! Und 6 bedeutet Nikolaus. Übrigens, was ich immer hoffe, ja? Das für den, dass ich gerade unterbrochen habe, und zwar, ich finde es immer blöd, wenn so bei Adventskalendern am Nikolaus nichts Besonderes drin ist, weil ich finde das blöd. Ja, ich erkenne mich. Ich sag das auch immer. Ja, weil ich finde es irgendwie blöd, dass man das dann nicht so, also dass da nichts Besonderes drin ist. Ich meine, Nikolaus ist ja trotzdem ein besonderer Tag. Ja, eben, deswegen denke ich ja auch immer, so am Nikolaus muss was Schönes drin sein. Aber manche sagen dann so, Nikolaus ist ja sowieso schon so viel und deswegen ist das dann nicht so wichtig. Aber ich sage auch immer, ich finde Nikolaus besonders. So, hier ist übrigens Gesetz. Sechs. Die Setz. Die Setz. Wir kennen sie. Die ist etwas größer. Bitte, ist das was? Ja. Was Schönes, bitte. Nein, das ist aber süß. Natürlich fällt mir ein Pummelchen. Ein Puschel. Ein Puschel. Also, es heißt Pink. Oh, guck mal, wir haben heute wieder. Pink. Pink. Und da ist wieder so ein kleines Einhorn drauf. Und das sitzt auf einer Wolke, oder? Ja, soll es so eine Wolke sein? Guck mal, eine pinke Wolke halt. Ui. Ui. Ich hab dich nur nachgemacht. Wo würdest du das dranhängen? Sowas? Schlüssel ist zu groß. Schlüssel oder halt Adventskalender. Wir hängen das an unseren Adventskalender dran, weil das total viel Sinn macht. Nee, vielleicht an Schulranzen oder so. Ja, ne? Schulranzen. Mhm. Wobei, doch, Schlüssel wird auch passen. Dann ist es auffällig, dann weiß man, wo der ist. Ja, in der Schultasche. Aber man kann es leider nicht anrufen. Also, wenn du verlierst, dann ist er trotzdem weg. Anrufen? Ja, wenn ich meinen Schlüssel versehen verliere, dann würde ich mir am liebsten mal anrufen, aber es geht ja nicht. Hier, meine 6 ist auch riesig. Vielleicht haben wir. Ach nee, ich will gar nicht. Nachher bin ich enttäuscht. Ich dachte gerade so, oh, vielleicht habe ich ein kleines Pet oder so. Aber, naja, es würde passen von der Größe. Oder eine richtig coole Klamotte. Oder Flügel. Oh, Flügel! Oh, das ist cool. Ha, das ist ein Flügel. Kann man das als Ring tragen? Nee, warte mal, das ist wieder. Ja, da, was? Hier, hallo. Ich bin Regenwurm. Oh, wir hatten heute eine Erfahrung mit einem Regenwurm. Ne? Vorhin. Ihre kleine Schwester, die wollte den Regenwurm mit ins Haus nehmen. Ja, sie hatte so einen Regenwurm gefunden und dann, und dann ist sie damit die ganze Zeit rumgelaufen. Ja, und dann hat sie gesagt, wir nehmen den jetzt mit nach Hause. Der soll jetzt hier zu Hause wohnen. Gefühlt hat sie einmal durchgeknetet. Ich glaube, der lebt. Ja, der Arme. Na, vielleicht war es einfach nur Massage. Der lebt bestimmt beim trotzdem. Regenwurm. Ja, eine Regenwurmmassage. Regenwürmer haben doch keine Knochen, oder? Nein, die haben keine Knochen, aber der kann ja trotzdem massiert werden. Vielleicht mag der das ja trotzdem. Sicher. Komm, lass mich doch in meinem schönen kindlichen Glauben. Okay. Die 7. Sieben. Ich habe 7. Die ist lang. Ich vermute was. Okay, darf ich raten? Ja. Ein Stift. Ein Stift oder ein Lineal? Aber ein Stift. Vielleicht auch so ein Armband. Ein Klatscharmband, ja. Klatscharmband. Das heißt auch Klatsch, oder nicht? So eine Klatschhandtasche, die heißt auch Klatsch. Was ist und das? Stift. Stift! Ja, Regenbogenstift. Ein Regenbogen-Einhornstift. Also, hier ist so ein Einhorn-Regenbogenstift. Und hier zum Beispiel, hier fliegt ein Einhorn gerade ins Weltall. Ach so, ne, das mache ich auch ständig. Was? Du nicht? Stell dir mal vor, man fliegt so ganz ziemlich im Weltall rum. Auf einmal kommt so ein Einhorn mit so einer Einhorn. Ja, genau, kommt ein Einhorn. Ja, das wäre dann das kleinste Problem, was man hat. Also, fliegt plötzlich ein Einhorn vorbei. Muss auch angespitzt werden. Vielleicht ist da noch ein Anspitzer um den Wahrscheinlich. Einmal in meinem Leben kann ich schlau sein. Oder etwas Cooles feststellen. Du warst noch nie in deinem Leben schlau, das glaube ich aber nicht. Schlelli. Schlauli. Schlauli. Schlecki. Wir haben so viele. Schlecki? Nee, doch nicht. Nee. Die haben so viele Spitznamen. Das ist schon. Kel, Jelly. Jelly, Shelly. Hier haben wir die 7. Die ist. Oh, Sticker. Oh, ich liebe ja Sticker. War das ironisch gemacht? Ja. Ja. Du hältst falsch herum. Ah, genau. Das wollte ich auch eigentlich so hinhalten. Das sind die Sticker. Ich bin. Nee, das war auch richtig rum. Guck, da ist nicht verkehrt. Aber ich finde, das sind schöne Sticker. Ja, die sind auch schön. Die kommen wieder auf die Briefe drauf, die ich an euch schicke. Heute gibt es leider keinen Brief, selbsterklärenderweise. Grüße! Gute Idee. Handy. Also du möchtest jemanden grüßen, ne? Ich grüße, also heißt sie halt auf YouTube, Shadow Paint Band. Shadow Painter Band, glaube ich. Shadow Painter Band. Genau. Ganz liebe Grüße von mir. Von mir auch. Dann habe ich hier noch gelesen, Fiona, die wünscht sich auch noch ganz liebe Grüße. Und Ala Omer, sehe ich ja auch noch. Ala Omer. Darf ich ein? Mhm. Ich glaube, ich grüße auch nochmal die Melody. Genau. Hattest du schon mal, oder? Melody habe ich schon mal gegrüßt, ja. Aber ich habe fast alle, glaube ich, inzwischen schon fast alle gegrüßt. Na geil, auf jeden Fall nochmal liebe Grüße an Melody. Soll ich wegklingen? Okay. Weiter geht's mit der 8. Weiter geht's mit der 8. Euch ist nichts aufgefallen, ich habe mich gar nicht umgezogen dran. Was kennst du denn noch? Nein, ich weiß, das fällt ja offensichtlich auf. Ich bin jetzt so schweinewarm gewesen. Jetzt habe ich mir ein T-Shirt geliehen. Wir sind bei der 8, genau. Wie oft wir jetzt hier schon gestoppt haben. Ah, ich habe ein Radiergummi. Oh. Radiergummi. Ein Radiergummi, das passt ja auch zum Stift. Bleistift. Stift. Okay, nein.
Also es ist wieder ein Einhorn-Ding. Ja, es tut mir leid. Du musst die Gesichter verstecken, weil das machen immer die Gesichter scharf. Ja, also es ist so eine Wolke, es ist in einer Wolkenform und es hat ein Einhorn, das bei einem Regenbogen lang geht. Hat sich gerade ausgesucht. Hallo. Es geht nicht lang, aber es geht halt daneben. So. Voll die Profis. Man könnte glauben, ich mache das heute zum ersten Mal. Leider ist es nicht so. Wie lange machst du YouTube schon? Seit, ich glaube, 5 oder 6 Jahren. 2015, glaube ich, habe ich angefangen. Oh Gott, 6 Jahre. Aber nein. Nein? Warum machst du schon so lange? Wieso, ist das schlimm? Nein. Okay. Na Gott sei Dank. Ja. Ich mache so lange, weil ich so Spaß habe. Zähne weg von meinem Handelskanal. Das klebt hier. Hupala, was ist denn das? Oh, ich habe ein Smartphone. Hast du gerade gesagt, ein Handyphone? Ich habe Handy gesagt. Also. Oder Handyphone. Oh, das ist aber süß. Mach dir mal dein Gesicht da weg. Oh, jetzt mache ich mein Gesicht weg. Das ist süß, ne? So ein kleines, hast du es schon gesehen? Ja, sind so ähnlich kleine. Nee, der ruft gerade einen anderen. Ja, ist irgendein Einhorn an. Ach, das ist ein Einhorn. So Engelsflügel. Süß, ne? Hier steht sogar eine echte Nummer drauf. Die sagen wir besser nicht. Ja, da rufen wir gleich an. Nein, das machen wir natürlich nicht. Oh Gott, stell dir mal vor. Hast du dich mal gefragt, was so ist, wenn die irgendwelche Telefonnummern stehen haben und dann ruft da tatsächlich immer jemand an? Ja. Irgendwie so eine Beispielnummer und dann rufen da die Leute an und du bist so, warum haben die meine Nummer benutzt? Mir ist mal etwas richtig Gruseliges bei so einer App passiert. Was denn? Also, machen wir gleichzeitig auf. Da können wir schon mal. Also, es war halt so, ich hatte mir so eine App installiert, wo man halt so Chucky, die Mörderpuppe, anrufen konnte, ne? So, aber ich wollte es halt nicht machen, ich wollte mir einfach nur als Spaß machen, um meine Freunde zu pranken. Da stand auch drauf Prank-App. Und dann sollte man halt seine echte Handynummer eingeben. Und dann habe ich aber nichts eingegeben und wollte die App löschen. Dann bin ich halt auch aus der App rausgegangen, habe die auch weggemacht. Dann aber hat mich diese App angerufen und ich habe da nichts eingegeben. Und es war genau dieser Klingelton, wie beim, also wie als wenn mich ein echter WhatsApp-Kontakt anrufen würde. Und ich konnte auch nicht auflegen. Erst als ich 3-mal raufgeklickt habe. Und dann habe ich diese App sofort gelöscht, weil ich Panik bekommen hatte. Das ist aber auch gruselig. Warum machen die sowas? Aber ich habe da nichts eingegeben. Ich bin aufgeklickt, habe dann geguckt, nee. Weggegangen und ja. Und dann haben dich trotzdem angerufen. Aber woher kann ich diese App eigentlich anrufen? Ich habe da nichts eingegeben. Die wissen auch nicht, wer ich bin. Ja. Excuse me. Ja, das ist. Die haben komische Mächte. Ich weiß auch nicht. Übrigens, das ist ein kleiner Puphaufen. Ein kleiner pinker Puphaufen aus Keksausstecher. Genau. Ja. Ist das sie? Weihnachten, Kekszeit. Natürlich ein Kackhaufen dafür. Ja, natürlich. Backt ihr immer noch aktiv so Kekse? Ich will bald Halloween-Kekse backen. Ah, ja, du bist auch bald auf einer Halloween-Party. Stimmt. Ja, das ist cool. Von einer meiner Klasse. Ich grüße übrigens meine Klasse jetzt ganz kurz. Okay. Ich grüße meine Klasse ganz lieb und ich hoffe, ihr habt wunderschöne Herbstferien. Ja, das hoffe ich auch. Sind und ihr jetzt auch? Ihr alle. Ja, natürlich. Also, es kommt ja aus, was? Also, was? Also, es kommt ja drauf an, aus welchem Bundesland ihr kommt. Genau. Je nachdem, ob da noch Herbstferien sind oder nicht. Schleswig-Holstein so hat doch jetzt wieder Ich bin Schule. Da überhaupt nicht mehr so drin. Doch, Schleswig-Holstein. Manche haben schon und manche haben noch nicht. Und also naja, Halloween hat ja jeder, also insofern, ha, schönes Halloween. Meine Herbstferien haben gerade angefangen. Ja, du hast es gut. Ja. Ich habe heute frei. Also wie gesagt, ganz liebe Grüße an meine Klasse. Ganz liebe Grüße. Ich habe gerade das Video nicht. Ja, jetzt schon. das hier habe ich gerade ausgepackt. Was ist denn da los? Ich habe einen Helm. Mit Haaren dran. Mit Haaren und mit Flügeln. Wozu braucht ihr einen Helm? Fährt die Fahrrad? Jetzt habe ich mich auch gerade gefragt. Vielleicht finden wir irgendwie noch so ein Fahrrad. Oder ein... ich auch nicht. Mach du es, dann machst du es kaputt. Oder, Moment, vielleicht kann man es einfach so drüber ziehen. We could have made up. Oh, das war ich, Entschuldigung. Ich habe was hinten. Mir ist so eine Einkerbung für den. Ja, für das Horn, ja. Ich hab okay, nein, egal. Doch, nee, ich hab's. Warte, Nase. Die Nase. Ja! Yeah. Oh, ihr hängt irgendwie eine Strähne. Ach so, und die andere Strähne hängt hier. Ich muss mich irgendwie anders hin. Das ist ja wild. Upsi. Aber doch, so finde ich eigentlich ganz niedlich. Mhm. Okay, ist vielleicht ein bisschen sehr wild, was wir hier gemacht haben. Naja, komm. Egal. Du bist. Wir sind bei der Nummer 9. Ich glaube. Nee, 10. Du hast schon die 9 da. Das stimmt. 10. Ich hab sie schon gefunden. Ah, hab sie auch. Jetzt muss ich mich wieder so hinten. Bei dir sehe ich das immer besser als bei mir. So, ich sehe 10. Ich nehme. 10, die 10. Und? Was zum... Oh, wieder was in die eine Haare. Haare. Oh, so ein Paillettending, was man in unterschiedlichen Farben... Das kann man, ach, das kann man cool hochklappen. Das ist eine Haarspange, das ist so eine Schleife. Und das ist halt hinten, das ist so ein... Zum rein... Mach mal bei dir rein. Oder bei mir. Nee, warte. Ja, genau. Ah ja, okay, cool.
Die finde ich süß. Soll ich sie drin lassen? Wenn du möchtest, klar. Ich bin schon bunt. Ich habe hier das. Hier ist. Aber es hält, glaube ich, nicht so gut in einer. Doch, ein bisschen. Okay. Okay, dann mache ich jetzt die Zehen. Die ist bei mir hier in der Ecke und die ist nicht ganz so, ganz so groß. Ich mache gleich den Fingernagel kaputt. Ist sie da schon. Vielleicht liegt irgendwas. Irgendwas Flaches? Was ist das? Hä, was ist das? Ein Skateboard. Oh, ein Skateboard. Ich habe sogar meins mit. Echt? Du hast dein Skateboard dabei? Ja. Ja gut, kann man ja hier so auf dem Deich, ne? Hm. Da ist ja genug Platz. Süß, in lila. Und warte mal, ich wollte gerade noch sagen, welche Farbe haben wir denn hier? Was? Wir haben gerade schon gesagt. ich wollte dich ein bisschen veräppeln. Gerade nicht so geklappt. Ja, da kann sie jetzt. Ah, deswegen auch der Helm. Deswegen der Helm, ja. Jetzt macht das Sinn. Ist hier noch Schützer? Vielleicht kommen die ja noch. Immer Helm anziehen, ne? Beim Fahrradfahren, egal bei welchen Fahrzeugen da, immer Helm anziehen. Schützer. Auto. Schützer. Ja, Schützer und Helm auf jeden Fall. Im Auto sollte man Helm anziehen? Nein, ich meinte nichts. Also zum Beispiel, wenn ihr Bus fahrt oder Bahn oder Auto, nicht. Aber wenn ihr so Fahrrad, Skateboard, Inliner, Rollschuhe, Roller, was weiß ich, was das alles geht, Hoverboard. Ja. Immer Helm anziehen. Man weiß nicht, was passieren kann, ne? Und Knieschützer. Und Ellbogenschützer und Handflächenschützer. Ja, habe ich auch für meine Roller. Habe ich auch. Die Elf, ich habe die Elf gefunden. Das ging aber schnell. Ich habe die Elf. Ich habe die Elf. Was Kleines, das ist wieder was Glitzerndes. Ein ich glaub, Haargummi. Das passt wieder zu dem anderen Haargummi, zu dem. Ein Haargummi. Wollte ich es gerade zeigen, aber das wurde uns schon entführt, das andere Haargummi. Stimmt. Deswegen habe ich immer gesagt, ich glaube, das ist noch nicht so. Und meine kleine Schwester hat es mitgenommen. Ja. Also wir hatten jetzt Blau, Pink und Lila. Übrigens. Warte mal, haben wir da jetzt Lila? Oder? Das ist Pink. Also ich gerade dachte gerade. Also hier vorne ist es so ganz hell pink und also so besser pink und hier ist es so dunkler pink. Dunkelrosa pink. Ja. Ich habe bestimmt wieder Klamotten. Aua. Können wir dir nicht gleich ein Kissen drunter legen oder so? Ist das vielleicht. Aber naja, das ist dein Kopfkissen, ist auch nicht so doll. Ne? Nein, ich habe schon wieder Sticker. Oh Manu. So, die sind natürlich auch wieder ganz schick für die Briefe. Ich muss dich ganz komisch irgendwie hinrücken. Ja. Okay. Bisschen verwirrend. Sitzt du nie auf dem Fußboden? So. Sitzt du nie auf dem Fußboden? Nein. Echt nicht? Oh, ich bin so. Nee, also ich lege mich immer hin. Ja, das macht natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Ja, so. So ist doch gut. Man sieht meine Hose. Ich ja, das ist doch egal. Du warst gerade dran, ne? Ja. Du hast jetzt die 12. Ellie. Ja. Ja, du hast so einen Tick, ne? Dass du immer irgendwie mit den so machen musst auf allen möglichen Sachen. Sie hört sich gerne die Geräusche an. Was ist das? Ah, das ist. Hä? Ist das ein Memory oder sowas? Packen wir es mal auf. Ja. Schere. Ja, entweder ist das so ein Memory oder so ein Puzzle? Memory! Oh, das also ist so ein kleines Memory. Hier sind so die Rückseiten, da steht Unicorn drauf. Das ist so Pastell. Und dann sind hier halt so ganz viele kleine Karten. Ja. Immer so unterschiedliche Paare. Boah, dieser Ring ist ja echt hot. Ist dir nochmal aufgefallen gerade so, oh, ich habe die Kamera gesehen. Ich habe die Eck 12 hier unten. Was ist das denn? Ich dachte gerade, das ist ein Salatkopf, aber wohl eher nicht. Ich glaube, es ist Zucker, warte. Was? Ja, ein Salat. Salat. Zucker, warte. Da steht Haha. Haha? Ah, ja, stimmt. So ein lachendes Hahaha. Oh, ich habe wirklich ein Pet. Pet. Oh, ui, Sessing. Wuffi, Wuffi, Wuffi. Oh, das ist ja mega süß. Das sieht voll aus wie. Fuchs? Ja, oder irgendwie Fuffi, Fuffi. So ein Zwischending. Sag mal Fuffi, Fuffi. Könnte sein, ne? Aber irgendwie ist der Mund komisch. Das ist so eine Mischung aus vielleicht auch ein Luchs. Ja, Luchs, Fuchs. Luchs, Katze, Fuchs. Regenbogen. Luchs, Fuchs, Fantasietier. Ja. 13? Ja, die verflixte 13. Da habe ich auch schon meine Erfahrung mitgemacht, wo ich einmal gedacht hatte, ich hätte einen Lippenstift, das war ein Radiergummi, und habe versucht, die Lippen wegzuradieren. Ja, das war eine Erfahrung. Jetzt habe ich mal Angst vor der 13. Heute ist sie mal leer. Nein, was ist da drin? Nein, oh, ich glaube, das sind Ohrringe. Es klebt fest. Aber warum nimmt man so ein großes Türchen für. Es tut mir leid, ja. Es sind übrigens Sticker. Warum braucht man so ein großes Türchen, ja? Bist du sicher, dass das Sticker sind? Ja, es sind Sticker. Guck. Nicht für die Ohren? Ich glaube, das sind Ohrensticker. Ohrensticker? Ja, es gibt so eine Sticker, die kannst du dir auf die Ohren. Vielleicht ist das sowas, aber da ist kein. Warte, ich hab's mehr dran. Mach's einfach so. Ja. Die sind eigentlich, also. Es ist ein Stern, Diamant und Einhorn. Sieht so ein bisschen, finde ich, nach diesem. Müssen wir mal probieren, ob das geht. Also, ich weiß nicht. Normalerweise steht dann halt auch so eine Anleitung, dass man es auf die Ohren machen kann. Vielleicht habe ich auch nicht recht. Das war die 13, ne? Weil meins jetzt nicht mal so. Das sieht, das ist gut. Meine ist ein bisschen höher als die anderen. Ach, guck mal, hier ist sogar mal so. Ach, stimmt, da ist das ja doch. Hä? Was total Weiches. Oh, cool! Schleim! Schleim! Ah, da freust du dich, oder? Ja, auspacken. Nein, lass mir jetzt so. Ich bin gleich so. Entschuldigung, klar, dann probier den aus. Ah, ich glaube aber, den kennen wir. Du hast ja ein bisschen probiert von dem Schleim-Adventskalender. Ah, weißt du, welchen du mitgenommen hast? Du hast den mitgenommen, der leuchtet. Der leuchtet im Dunkeln, dein Slime, ja. Das ist cool, da ist ein bisschen mehr drin. Der andere Slime, den wir, der Adventskalender, da war noch ein bisschen weniger Slime. Der ist gut, oder? Der kommt wieder.
Oh, der riecht voll, voll also fruchtig. Frutti. Ja, fruchtig. Nicht so. Oh, der ist aber schön. Kann kaufen. Hey, das ist mein Türchen. Ey, was? Ach so, du drehst da ein. Du drehst ja. Wunderschön. Gemeint. Darf ich auch mal kurz? Ich will mal. Oh, nee. Oh, der fühlt sich an wie Huba Buba. Huba Buba. Oder? Der ist voll so. Also, er ist so Kaugummi-mäßig. Ja, das ist so ein richtiger Kaugummi-Slime. Gib mir mal die Tüte wieder, ich will das nicht so auf den Boden legen. Danke. Okay. Ich bin dann mit der 14, ne? So, willst du einpacken? Mm. Ja, was? Ja. 14. Mhm. 14! Tata! Ein bisschen singen hier. Singen mit singen, mir. Singen ist immer gut. Singen erheitert das Gemüt. Hast du das kaputt gemacht? Nee, ich glaube, das ist alles noch. Ein Puzzle. Übrigens, bei mir war ein Puzzle drin, es gab was einpacken. Ja, gerade wieder eine kleine Unterbrechung. Es ist schon wieder die Hälfte, des Adventskalenders gerade von alleine weggegangen. Ich habe ein kleines Puzzle, das ist so ein Einhornregenbogen, ja. Wie Himmel, Stern. Das machen wir jetzt natürlich nicht, das können wir jetzt gerade nicht hier. Nicht möglich, falsch. Zwei Kameras. Was war das, welche Nummer? 14. Aha. Kleine Fusche. Das ist klein. Was gibt's Kleines? Vielleicht ein paar Socken? Nein, natürlich nicht irgendwo. Weiß nicht. Hä? Was ist das denn? Das sind, hier wählt man die, das und das. Halt nur, dass man die vielleicht zusammenstecken muss. Ja, also ich das. Oder das vielleicht für Stifte. Oh, für Stifte? Oder kann man ihr das vielleicht in die Haare machen oder so? Nein. Nee? Meinst du nicht? Ich denke nicht. Aber das sieht so aus. Ach so, ihr? Ja, der Kleine da. Doch. Warte mal, ich zeig mal hier. Aus. Das sind so eine. Spiralen, genau, in drei Farben. Und ich könnte mir vorstellen, auf jeden Fall, dass das vielleicht hier bei ihr in die Haare passt. Oder, ich versuche mal kurz so. Oh, guck mal. Armbänder. Ich weiß nicht, ob das so gehört, aber ich meine, theoretisch würde es gehen. Vielleicht gibt es ja hier auch noch eine Anleitung hinten drauf. Probiert die 15. Ah, es ist für die Haare, ich habe es gesehen. Ja, die 15, genau. Es ist für die Haare. 15 ist wieder klein. Es fehlt noch Anspitzer. Das wäre jetzt eigentlich mal Zeit, oder? Ist aber keiner, oder? Nee, das ist ein Flummi. Ach, cool, da könnt ihr auf jeden Fall Flummi spielen hier. Oh, warte. Ah, das ist super. Ja, da kannst du noch hier, ist auch, hier einiges zerstören. Hier ist auch wieder etwas. Mach so. Ist auch wieder etwas drin und zwar so ein kleines Einhornbild und ja. Ist auf der anderen Seite auch? Ja, ja, auf beiden Seiten. Ah, nee. Unterschiedlich. Hier, unterschiedlich. Geht's dir gut? Ja. Nee. Ich dachte, das war der Flummi. Hallo? Ich dachte, der Flummi ist so hochgesprungen und die auf den Kopf gemacht. Nee, der ist ja nicht so laut gewesen. Nee? Nee. Ich dachte so, mit Schütz und Bach. Ich Flummi gegen den Kopf bekommen. Ja? Genauso wie eine Qualle. Ich habe noch nicht so oft eine Qualle. Wir hatten, wir waren mal auf Klassenfahrt und dann hatten wir, also wir sind halt, wir haben halt eine Wattwanderung gemacht, so. Und dann, sind die Jungs auf irgendeine dumme Idee gekommen, einfach mit Schlamm zu schmeißen. Und dann irgendwann sind es Quallen geworden und haben wir uns gegenseitig mit toten Quallen beschmissen. Oh. Ich weiß das nicht. Ist ziemlich eklig. Ich finde Quallen an sich schon so ein bisschen eklig, ja, weil die so glibberig sind. Gefühlt wie ein vergammelter Wackelpudding. Vergammelt? Erzähl mal heute die Geschichte mit der Kartoffel. Mit der Kartoffel, die nicht so gut geschmeckt hat? Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, wir haben halt heute so ein bisschen Mittag gegessen. Ich ziehe übrigens mal kurz nebenbei hier die Jacke an. Die ist ganz flauschig. Mhm. 16 sind wir, ne? Das war ja so, war total nett, weil wir wollten ja alle zusammen was essen. Dann gibt es ja hier so Fischbrötchen. Ne? Wir sind ja am Watt. Und ich hatte dann halt, weil ich keinen Fisch mag, habe ich dann so eine Kartoffel gehabt, eine Ofenkartoffel mit Quark. Und irgendwie hat die nicht ganz so gut geschmeckt. Die war wahrscheinlich nicht mehr lecker. Aber wir hatten dann jemanden, der hat sie trotzdem noch gegessen. Und bisher ist nichts passiert, ne? Ja. Eigentlich, also ich meine, wenn das wirklich schlecht gewesen wäre. Aber es hat schon komisch geschmeckt. Wollte ich gerade fragen, aber du hast ja gar nicht probiert. Du wolltest nicht sterben. Nee. Was ist das? Ein Block? Mhm. Oder ist das, ja, ist das da was sind, drauf? Das, oder? Das sind so ganz kleine weiße Zettel, so, weil man so Notizzettel. Ah, okay. Ich dachte schon, es gibt ja auch so diese. Wie heißen die? Bilderkino oder sowas. Oder wie heißt das Ding? Kennst du das nicht? Wo man dann so blättern kann und dann sieht man eine Geschichte. Hast du das noch nie gemacht? Doch! Ja? Ja. Das kannst du damit richtig gut selber machen. Wenn du jetzt Zeit hast, du langweilst dich doch die ganze Zeit, dann kannst du auch sowas machen. Ich lese gerade meine Mangas. Ja, stimmt. Sie ist gerade so in der Manga-Fan-Laune. Ich hatte gestern mir zwei Mangas gekauft und bin heute, also die hatten über 200 Seiten und bin heute mit dem ersten fertig geworden. Mhm. Da sieht man mal, wie langweilig ihr war, ne? Nee. Oder wie gut der Manga war. Der Manga ist sehr übrigens sehr gut. Eine Empfehlung an euch, der heißt Terror Knight. Terror Knight. Heißt eigentlich der oder das Manga? Der Manga, oder? Ja. Ja? Oder geht beides? Eine Haarbürste. Das ist aber süß. Das ist für die klitzekleine
Das sieht aus, als würde man damit so sein Pferd striegeln können. Aber ich glaube, da können wir nichts striegeln. Aber vielleicht kriegen wir noch einen Pony. Oder ein Einhorn. Ich weiß es nicht. Hm. Du bist dran mit 17. Der 17, ne? 17, wo bist du? Na los, komm raus aus dem Versteck. Schon wieder unter so einem Lebkuchenmatte. Da hat so viele Lebkuchenmänner drauf. Hm. Ich hab mir gerade den Adventskalender in den Mund gehauen. Ja, das machen wir gerne. Wo bin ich? Das ist ein Bahnsticker. Wappen, genau. Button. Warte, wie macht man das weg? Ich weiß nicht, schon wieder. Ich hab die mal selber gedruckt. Eigentlich ganz cool. Willst du mich bebacken? Ja, geil. Auf jeden Fall ist das so ein kleiner Regenbogen-Dings da. Wie nennt man das? Button. Und das hat gerade, ich glaube, sein Geschäft verrichtet. Ein Regenbogen-Poop. Ja, genau. Das ist sehr nett ausgedrückt. Der sein Geschäft verrichtet. Ja. Genau das meinte ich. Ja, deswegen, du magst auch gerne ASMR, ne? Ja. Ich bin auch ein ASMR-Fan. Daher kommt das auch, weil die ja ständig so dieses machen immer. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich das nicht mal ASMR-mäßig machen kann, aber ich glaube, ich würde mich halt ganz so kaputt lachen. Ja, sowas. Ich glaube, ich kann mal. Hängt sie da oben. Genau, stehe ich so hinter der Kamera. Würdest du nicht lachen? Ich glaube, ich kann. Ich müsste dann, glaube ich, lachen, wenn ich sowas mache. Nee, ich muss ja da nicht lachen. Nee. Warte mal. Ich hab schon wieder. Hast du mich gerade angelegt? Nee. Nein. Ich dachte gerade, was macht sie denn da? Der Arme, ja. Ich hab schon wieder so einen Rock. Habe ich jetzt einen Doppelrock oder wie ist das? Vielleicht heiratet sie. Oh, vielleicht heiratet. Vielleicht kriegen wir noch einen. Nee, wir kriegen nicht noch einen. Wir hätten keinen Platz für. Vielleicht im nächsten Adventskalender gibt es vielleicht einen Mann. Nächstes Jahr, da müssen wir noch lange warten. Ich ziehe einfach mal das hier drunter, dann sieht das so ein bisschen pompöser aus. Oder? Jetzt haben wir so. Ja, jetzt hat sie halt so einen fetten Rock. Patty. Kevin! Okay, ich jetzt aber ganz mein Kleinchen gerade. Okay. ich grüße einmal ganz meine Freundin Leonie. Ganz liebe Grüße an dich. Ja, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, du hast übrigens auch richtig schöne Herbstferien. Die 18? Ist Die ist süß. Das ist ein cooler Sticker. Ah, ist ein Sticker? Ja. Das ist ein 3D-Sticker übrigens. Den würde ich gerne behalten. Ganz kleiner. Ja, aber das ist ja das ist so ein Kotzen, ja. Ein spuckendes Regeneinhorn. Also die. Ein Regeneinhorn. Die Kotze sieht im Regen. Regenbogen kommt aus. Das ist ein Regeneinhorn. Okay. Süß. Der Nummer 18. 18. Au! Jetzt bin ich auch geschlagen. Ist okay. Ja. Das kommt doch wieder vor. Hinter nicht so. Ja, nicht. Ich sperre mal. Schon wieder so ein kleiner Zusatz. Oh, Kickemel. Oh, eine Handtasche. Ja, das ist eine. Ein Fingerjuckt. Dann kratz. Es ist eine. Ich weiß nicht. Cupcake. Cupcake-Handtasche. Du bist. 19. Oh, wir sind schon bald fertig. Ja. Das ist sehr länglich und breit. Jetzt kommt das Lineal, oder? Oder vielleicht Schlagarmband. Schlagarmband? Nennst du das Schlagarmband? Keine Ahnung. Ich hab damit damals immer andere Kinder geschlagen. Deswegen heißt es auch Klatschen. Klatscharmband. Lineal! Ja, siehst du? Lineal. Ein Ringbogen, ein Kornlineal. So, weil das ist 15 cm. Das sind also 15 cm. So. So, also hier sind halt ganz viele kleine Einhörner drauf und das ist so kostet. Und da haben wir es wieder. Tut mir leid! Ist aber so toll. Ja, ich weiß. Hast du gerade die 19 auch vorher? Ja. Deine Haare ins Gesicht geschlagen. Hab ich? Oh, Entschuldigung. Egal. Ich wollte dich einmal pudern. 19, ne? Ja. Hab ich dich angespuckt? Nee. Hast du den Adventskalender gemacht? Nee, ich hab grad so gemacht, das war ich voll bitter. Ach so, je. Das hast du denn angeleckt? Mich nicht. Hast du irgendwo hier reingebissen? Nee. Nehmen. Hä? Lumibänder. Lumbands. Ja, Lumibänder sagen die immer zu mir bei mir. Sagen die immer zu mir bei mir. Ja, genau. Ich krieg doch immer Armbänder davon. Hm. Vielleicht kann man das auch als Haargummis benutzen für die. Yep. Mhm. 20! Okay. Wieder ein ganz winziges Tücher. Bei mir auch ganz klein. Kann ich mal bitte eine Figur kommen? Ja, kommt bestimmt auch. Aber bestimmt an Weihnachten. Oh, jetzt hast du. Okay, die sind cool. Das ist Glitzersticker. Ui! Die würde ich auch gerne behalten. Sag mal, sicher keine Glitzersticker. Also, nee, weil die sind so holo, oder wie man das macht. Ja, Glitzer-Holo. Schön. Die sind cool für die Briefe. Mhm. Auch ein bisschen weihnachtlich. Ja. Aber auch so ein Adventskalender ist überhaupt nicht weihnachtlich. Nee, gar nicht. Das ist alles Sommer irgendwas. Hast du gerade schon wieder dran gelegt? Nee, ich werde reinbeißen. Ich habe früher bei meinem Gaming-Kanal habe ich ständig mein Mikrofon abgeleckt. Immer. Ich so, oh, schon wieder mein Mikro angeleckt. Ich weiß auch nicht, was ich damit für coole Sachen mache. Wie hat's geschmeckt? Nicht gut. Ein etwas. Das ist könnte auch wieder ein Donut. Das ist so eine Haarklammer, glaube ich. Ein Donut und den kann man hier so umklappen. Dann hat man das hier und kann man das so wahrscheinlich in die Haare stecken. Oder auch hier in die Haare stecken. Hm. Au! Jetzt habe ich mir selber. Du hast die gar nicht. Ja, okay, ich lasse. 21. Oh, hier sieht das sogar ein kleines Horn dran.
da oben. 21. 21. 21. Was ist 21. Dezember? Hast du da schon Weihnachtsgefühle? Ja, yeah. Ich hab seit dem jetzt schon Weihnachtsgefühle. Ich finde Weihnachtsgefühle total schön. Hast du da auch immer so heimliche Gefühle so zu Hause und denkst dann so, Ich bin nicht die Einzige, die irgendwie findet, übrigens ist es ein Puzzle geworden, bin ich die Einzige, die findet, dass irgendwie an Weihnachten, dass die Leute irgendwie netter zueinander sind, also in der Weihnachtszeit. Manche sind aber auch gestresst. Wenn man zum Beispiel so einkaufen geht, dann sind manche auch ja, super okay, gestresst. Ja, okay, das stimmt aber auch. Aber ich liebe irgendwie Weihnachtszeit, weil dann ist man so beieinander, man kann Lieder singen, wenn man backt Kekse. Oh. Wir singen an Weihnachten auch immer Lieder. Ja. Ja. Ist schön, ne? Mhm. Immer alles damals bei mir singen. Das mag ich auch. 21. Ah! Oh, ja! Weißt du? Flügel! Ja, aber... Fürs Pet? Ja! Fürs Pet? Voll süß. Ha, das finde ich voll gut. Hä? Das passt gar nicht. Doch, für sie. Oh nein! Hä? Zu früh gefreut. Für mich? Nein, wohl nicht. Ich habe nicht. Du hast so klitzekleine Flügel. Bist du, ja, ich wünsch dir von der Fee Flügel. Dann kriegst du so eine Flügel und denkst dann so, toll. Kannst dann trotzdem. Danke. Okay, das ist wohl dann doch nicht fürs Pet. Du bist dran. 22. 22 ist wieder so ein kleiner Furz. Vielleicht war der Rock ja auch für irgendeine andere Schwesterfigur. Ich bin gerade leicht verwirrt. Was Kleines. Nochmal Button. Button. Good Vibes. Good Vibes. Auch wieder Pastell. Und Regenbogen. Ich mag lieber so kleinere Buttons. Kann man ja auch so auf die Schuhe und so machen. Wir sind gleich am Ende. Ja, wir sind schon 22. 22. war immer schon so richtig krass. Das war so fast Weihnachten. Ich bin am 23. immer, wenn man nervös. Am 23., ne? Ja. Mhm. 23. ist auch immer krass. 24. war auch immer schon schlimm. Wir haben immer am 24. noch richtig viel gemacht. Das ist noch so eine Klammer. Und ich glaube, das gehört eher so rum. Das ist ein Eis. Zuckerwatte. Ah, nee, Zuckerwatte. Mhm. Kein Eis. Ich würde sagen, Zuckerwatte, das ist ein Stil. Zuckerwatte. Ja, ja, ja. Mhm. Okay. 23. 23. Das ist jetzt der Tag, wo du nervös wirst. 23. Ja. Oh, das ist so in der Mitte. Oh, was war das? Wieder! Ach, schon wieder. Schon wieder eine Haarspange. Hey, das ist genau die ja, gleiche. Ja, die gleiche. Okay, das wiederholt sich dann, ne? Ja, okay. Also, vielleicht war es auch keine Absicht oder so. Auf jeden Fall. Doch, hier wieder, das ist schon Absicht. Naja, auf jeden Fall. Das ist wieder diese gleiche glitzernde lilane Haarspange, die wir vorhin schon hatten. Das finde ich ein bisschen schade, dass es das dann doppelt gibt, ne? Ja. Aber hatten wir bisher nicht. Früher war das häufiger, dass man Dinger doppelt hatte. Ja. Ich krieg den Ring von meinem Finger. Doch, den kann man ja größer und kleiner stellen. 23. Ich bin gespannt, was der 24 ist, weil die 24 ist groß. Die muss auch groß sein, finde ich. Nicht so groß wie die 1. Ja? Ja. Wieder eine Figur. 24 ist das Wichtigste. Nein, jetzt habe ich. Oh, das gibt's doch nicht. Habe ich nochmal Sticker am 23. Vielleicht, weil die es für 24 schon. Hä? Ein kotzendes. Okay, das ist ein interessanter Sticker. Jetzt kommen wir zum 24. Da bin ich jetzt echt gespannt. Rein. Groß. Ich hoffe, es ist eine Figur, eine schöne weibliche Figur. Bestimmt. Augen zu. Ja. Ich darf zuerst gucken. Hast du auch immer? Ja. Ich will eine Figur. Oh! Ein Weihnachtseinhorn. Guck mal, es hat hier noch so kleine Punkte am Popo. Ja, hier so. Es hat so eine kleine Weihnachtsmütze auf und es guckt sehr glücklich. Also ich hätte mir mehr Figuren gewünscht, muss ich sagen. Ja. Oder? Also ich finde die Figuren halt süß. Hey. Ist wie ein Schlüsselanhänger, kann man sich wieder an Ranzen hängen. Zum Beispiel, wenn man eine Weihnachtsstimmung ist und am 24. Das ganze Schule haben möchte. Mhm. Weiß man ja nie, ne? Das ist süß. Fandst du das erste oder das zweite besser? Wir können es jetzt nicht mehr vergleichen. Ich glaube, ich finde das erste. Das erste war schon sehr süß, ja, ne? Okay. Ja, aber auch. Das finde ich halt auch cool. So. Das ist halt so weihnachtlich, ja. Dann. Ein Weihnachtseinhorn quasi. Mhm. Boah, die 24 ist riesig bei mir. Vielleicht noch eine Figur. Man weiß es schon, das stimmt. Was? Es ist keine Figur. Es ist. Okay. Ja, das ist das. Mhm. Ich verstehe. Ich verstehe. I understand. Weil meine Freunde gerade wissen, was ich mache. I understand. Okay. Es ist etwas passiert. Das ist ein Insider. Sehr peinlich. Ja, und zwar, wir hatten Kung Fu. Und das ist eine Rutsche übrigens. Wir hatten Kung Fu. Und der Sticker gehört drauf. Du redest weiter und ich klicke den Sticker auf. Wir hatten Kung Fu. Und da wollte mir halt mein Kung Fu-Lehrer etwas beibringen. Aber ich habe es halt nicht verstanden. Und dann dachte ich so, ey, ich bin mal cool. Und sag es auf Englisch, ne? Da waren halt auch kleinere dabei. So, die waren zweite Klasse. Und dann ich so richtig laut, I understand. Weil ich dachte, es heißt, ich verstehe es nicht. Oh. Aber es würde heißen, I don't understand. Das stimmt. Und alle haben mich richtig komisch angeguckt, weil sie natürlich wussten, wie es richtig heißt. Unangenehm. Nee. Unangenehm. Ich habe es ein bisschen schief aufgeklebt. Auch unangenehm. Hat keiner gesehen. Machst du es wieder? Nein. Du kannst es auch richtig machen. Sehr schön. Das ist aber eine Regenbogenrutsche, ne? Ja. Warte mal, wir müssen kurz zeigen hier. Aua, aua, aua. So, oder? Aua, aua, aua. Ist das für sie oder vielleicht ist das fürs Pet?
Ach könnte so, auch sein, ich oder? Ich habe verstanden, Bett. Fürs Bett, genau. Oder sie kann da schlafen drauf. Man könnte es auch als Bett benutzen. Du vielleicht auch ein Wasserfall, das könnte auch ein kleines sein. Genau, es könnte auch ein Wasserfall sein. Finde ich sehr süß. So, ja. Sicher, ich habe mich auch voll gehauen. Habe ich gleich gemerkt. Dann hast du auf die Wand gehauen. Nee. Ja, also, unser Resümee. Was würdest du, unser Ergebnis von diesen beiden Adventskalender? Soll ich sie zusammenfassen oder was? Nee, was würdest du, also welchen findest du besser? So generell erstmal Intuition aus dem ersten Gefühl. Also den ersten, soll ich den ersten jetzt bewerten oder was? Nee, welchen fandst du besser, meinen oder deinen? Ich glaube, ich finde sogar wirklich deinen besser. Ich auch. Weil jetzt erst einmal, da gab es ja sogar das Zubehör, außerdem war da auch Abwechslung dabei und für jede Sache so halt andere Sachen und die waren halt richtig gut und übrigens die Batterie ist alle. Mhm. Und deswegen müssen wir uns beeilen. Also ich fand deinen Adventskalender richtig toll. Ich fand den auch gut, aber da war nicht so viel Abwechslung dabei. Ja. Und wie gesagt, er war die Handspange hier doppelt. Ja, hat so viele Kleinigkeiten. Also für mich war das auch so, ich kenne da schon so viele ähnliche Sachen von denen. Deswegen fand ich den anderen auch besser, weil das für mich was Neues war. Ja. In die Kommentare schreiben, welchen ihr besser findet. Genau. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die Kommentare gehen. Wahrscheinlich gehen sie nicht. Ja, auf Insta könnt ihr schreiben. Oder unter einem anderen Video. Ja. Man weiß es ja. Ja, das war jetzt mal wieder ein Video, ein Adventskalender-Video. Oh, ich muss noch schnell den Zauber des Vergessens rausholen und über euch streuen, damit ihr natürlich nicht mehr wisst, was wo drin war. Das ist ganz wichtig. Okay, ja. Jetzt wisst ihr nur noch, ob ihr es gut fandet oder nicht gut fandet und welchen ihr euch eher wünschen würdet. Und weil die Batterie alle ist, beenden wir ganz schnell das Video und dann sagen wir danke fürs Zuschauen. Und du bist bestimmt beim nächsten Mal wieder, wir nehmen hoffentlich jetzt noch einen Adventskalender auf. Wir schaffen das mal mit deinem Akku. Okay. Und das wird eher ein Adventskalender auf dem anderen Kanal. Ja, und wunderschöne Herbstferien an euch alle. Ja, falls es vorher überhaupt noch rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Egal. Du musst auf Klo. So, mach schnell. Nein. Ich schneid's nicht raus. Nee, egal. Manchmal. Nee. Can you look to me in darkness when there's no more light there?